gestern Abend noch auf der Bühne, heute hier im Stoffelpark unterwegs. Hey! Erik Peters, ja. Ja, hallo zusammen. Du hast gestern Abend den Vortrag gehalten. Was machst du hier heute so? Also gestern war ich quasi zum Arbeiten hier. Ich habe gestern von meiner Schottlandreise erzählt und heute bin ich hier. Zum einen, weil das Wetter so geil ist und die ganze Community treffen. Ich finde das Treffen hier einfach großartig an der Location hier, der ganze morbide Industriecharme und dann vor allem halt ja viele Freunde hier treffen. Ja. Und ich finde die Veranstaltung deswegen so cool, weil gerade auch die Anfänger, Offroad-Begeisterten hier mal die Möglichkeit haben, ein bisschen Schotter zu fahren. Mhm. Und ja, generell hier verschiedene Motorräder testen. Und in erster Linie geht es mir darum, Leute zu treffen und mit denen zu quatschen. Wie mit dir jetzt. Ja. Ja. Und wir haben, das darf man glaube ich verraten, gestern am Lagerfeuer auch netten Bierchen miteinander getrunken. Jo. Und ich wundere mich dann immer, wie so ein Erik Peters am nächsten Morgen aussieht, scheiße. Also ich meine, die Sonnenbrille hatte er, als wir uns das erste Mal getroffen haben, heute Morgen noch an. Ja. Du verkraftest das dann ganz gut. Du redest abends mit den Leuten lange und bist am nächsten Tag aber wieder fit. Ja, aber das heißt, fit ist relativ. Ne? Also, okay. Ich war heute Morgen dann doch ziemlich durch. Aber gut, gehört halt auch dazu, mit den Leuten dann am Lagerfeuer stehen. Noch ein Bier, noch ein Bier. Das wie das halt auch. So ist. Ja, ja, klar. Also ich kann dazu sagen, Erik Peters ist ein sehr nahbarer Mann. Also auch wenn er unheimlich bekannt ist und viel erlebt hat, er ist ansprechbar. Ich hatte meine Hemmungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist total schön, dich einfach so locker und entspannt kennenlernen zu dürfen. Ja, cool, freut mich. Echt super. So, und eine Sache würde mich noch interessieren. Ja. Du bist jemand, der unheimlich viel gesehen hat von der Welt, der schon ganz viel Motorradreise hinter sich hat. Mhm. Was begeistert dich heute noch? Weil ich habe davon gehört, dass das mit der Zeit einfach abnimmt. Nee. Also bei mir ist es definitiv nicht so. Viele Leute haben gesagt, ja, was ist denn, wenn du alles gesehen hast? Zum einen würde ich es nie schaffen. Wenn es aber tatsächlich so wäre, dass ich irgendwann mal alles gesehen hätte, dann würde ich mich auf den Moment freuen, wieder von vorne anfangen zu können. Weil die Welt ist einfach so geil, es gibt so viel zu entdecken, die Menschen sind so toll. Und es gibt nichts Geileres, als die Welt zu erleben. Und deswegen finde ich auch toll, was du vorhast. Und da wünsche ich dir super viel Spaß bei. Das wird mit Sicherheit großartig. Cool. Deswegen, es wird nicht langweilig. Mir zumindest nicht. Und ich kann es kaum erwarten, jetzt auf die nächsten Reisen wieder zu steuern. Das ist einfach meine Leidenschaft. Ohne Motorradfahren und Reisen wäre für mich das Leben nur halb so viel wert. Geil. Das ist meine Ansage von Erik Peters. Ja.